Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Part 61 zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor auf der Nintendo Switch. Und ja, wir wollten auf jeden Fall als nächstes erstmal zu der Ratte, die hatte das Tagebuch und wir haben im letzten Part von Luigi die ganzen Geschichten uns einmal angehört. Deswegen würde ich sagen, schauen wir direkt hier erstmal hin. Ach Mario, sei gegrüßt. Kamst du dazu, mein Tagebuch zu lesen? Nö. Also im Moment noch nicht. Ja, somit fangen wir, würde ich sagen, hier an. Das wäre dann Teil 1, Vorabend der Abreise. Ich denke mal, das ist genauso wie bei Luigi, denke ich mal, oder? Und Vorabend der Abreise. Morgen breche ich auf. Mein Rucksack ist mit ausreichend Proviant gefüllt. Dank zahlreicher Geldgeber sind nun alle Vorbereitungen abgeschlossen. Auf einen Schlag reich. Das war immer mein Traum. Es gibt einen konkreten Grund dafür, dass ich unbedingt Öl finden möchte. Und zwar den Gedanken an meine Heimat. In meiner Heimat ist es unheimlich kalt und alle Leute müssen ständig frieren. Wenn ich Öl finde, schicke ich es ihnen und sie können sich ein warmes Zuhause schaffen. Alle wollen glücklich sein, wenn ich nur Öl fände. Seit ich ein kleiner Junge war, denke ich an nichts anderes. Natürlich möchte ich auch reich werden, der Armut entfliehen. Reich, reich, auf einen Schlag, doch nun sollte ich schlafen. Es macht mich wirklich verlegen, aber möchtest du vielleicht noch mehr lesen? Ja. Also wir schauen auf jeden Fall einmal durch. Okay, das wird sogar abgehakt, so wie bei Luigi, okay. Bowser, der Albtraum. Wie konnte es nur so weit kommen? Nach Ankunft des Schiffes in Tortown fuhr ich mit dem Zug zum Klippenberg. Von dort ging ich weiter zu Fuß Richtung staubtraune Wüste. Frischen Mutes schritt ich den Bergpfad voran, als mich plötzlich ein Unglück traf. Ein riesiger Geier tauchte auf, als ich ihn sah, fiel es mir wieder ein. Ich hatte gehört, dass ein Geier namens Buzzer hier lebt und Reisende angreift. Ich wollte fliehen, aber Buzzer hatte mich bereits erspäht. Als seine spitzen Krallen meinen Rücken trafen, spürte ich einen furchtbaren Schmerz. Aber es gelang mir, mich in eine Felsspalte zu flüchten. Buzzer gab auf und flog davon. Als ich erleichtert aufatmete, spürte ich die Wunde am Rücken und griff dorthin. Mein Rucksack war weg. Proviant, Ausrüstung und das ganze Geld. Alles war darin und Buzzer hatte diesen Rucksack gestohlen. Mir blieb nur dieses Tagebuch, eine Schaufel, um nach Öl zu graben und mein Leben. Doch überhaupt zu leben grenzte an ein Wunder. Das Glück war aber noch hold. So konnte ich unmöglich umkehren. Ich stieg daher in den Berg hinab Richtung Wüste. Da liegt sie nun direkt vor mir. Ich müsste voller Energie und Vorfreude sein. Aber die Unsicherheit lastet wie ein Fels auf mir. Das macht mich wirklich verlegen, aber möchtest du vielleicht nochmal lesen? Ja. Wir wollen noch einmal das komplette Tagebuch. Deswegen ein Grund zu helfen. Ich habe es bis zum staubtrockenen Vorposten geschafft. Als mich mitten in der Wüste meine Kräfte verließen, kam ein Koopa mit einem prächtigen Bart, Colorado, zu Hilfe. Er ist Archäologe und bereist die ganze Welt. Ja, den Colorado kennt man, ne? Ich erzählte ihm von meinem Abenteuer mit Buzzer und von meinem großen Traum, eines Tages Öl zu finden. Daraufhin gab er mir zu essen und zu trinken. Als ich nach dem Grund seiner Güte fragte, blickte er in die Ferne und sprach: Nur wer die Lebensträume anderer achtet und unterstützt, wird die Kraft aufbringen, seinen eigenen Traum nie aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube an alle Träume dieser Welt. Auch er verfolgte einen ewigen Traum, den der Archäologie. So haben wir uns also einen ganzen Abend lang von unseren Träumen berichtet.
Okay. Und zumindest sind die Storys etwas kürzer, kann man eigentlich sagen, als bei Luigi noch. Ein zuverlässiger Begleiter. Und ich befinde mich derzeit in der Oase. Nachdem ich mich von Colorado verabschiedet hatte, machte ich mich auf den Weg. Ich wollte versuchen, eine Stelle zu finden, an der ich nach Öl graben könnte. Aber die Wüste war weit und es war waghalsig, sie allein zu durchqueren. Ich hatte völlig die Orientierung verloren. Mein Kopf zersprang fast vor Schmerzen. Meine Kehle brannte. War ich wach? Oder träumte ich? Irgendwoher ertönte eine Stimme, die zu mir sprach. Beweise, dass du ein guter Mensch bist und gib mir etwas. Der Proviant von Colorado war restlos aufgebraucht. Ich besaß nicht. Du bist nur hierher geraten. Ich helfe dir, wenn du mir irgendetwas dafür gibst. Aber das Einzige, was ich noch hatte... Ich besitze nichts mehr, außer meinen Traum. Als ich irgendwann wieder die Augen öffnete, befand ich mich bereits in dieser Oase. Oh, du bist erwacht. Und vor mir saß eine Kleptomaus mit grauem Schal und sprach, mein Name ist Nomadimaus. Und du hast mir nichts gegeben und dennoch habe ich etwas Gutes von dir bekommen. Ich verstand nicht, wovon er sprach, aber wieder hatte ein Fremder mir geholfen. Außer ein Begleiter kann ich führen, wohin du auch willst. Was für ein Glück, ich hatte einen zuverlässigen Begleiter gefunden. Somit Teil 5, die Grabungsstelle. Endlich bin ich da. Hier werde ich nach Öl graben. Zur Lage der Grabungsstätte, wenn man von der Oase kommen, auf die gedachte Linie zwischen blauem Kaktus und steinernem Kaktus trifft und von dort exakt die Distanz zwischen staubtrockenen Ruinen und Oase nach Norden geht, ist man an genau der richtigen Stelle. Nomadimaus verließ mich, nachdem er mich dorthin geführt hatte. Er versicherte mir noch, dass auch er fest an die Erfüllung meines Traumes glaubte. Und von nun an bin ich auf mich selbst gestellt. Wenn ich hier weiter grabe, werde ich ganz bestimmt auf Öl treffen. Da ich mich in der Oase ausreichend mit Kokosnuss und Zitronen versorgt habe, kann ich es eine Weile hier aushalten. Ich werde Öl finden. Ja. Also mit Teil 6 weitergraben. Ja. Ich grabe nach Öl. Meine Hand zittert. Ich kann kaum schreiben. So oft ist die Sonne schon auf und untergegangen. Ich grabe und grabe, aber kein einziger Tropfen Öl. Vielleicht bin ich doch am falschen Ort. Aber hat Mally, mehr lieblich, mir genau den Weg beschrieben. Die Vorräte sind aufgebraucht, alles leer. Es ist vorbei, mein Traum und mein Leben endlich hier. Mein Traum. Mein? Nein, das... Dieser Traum darf nicht. Ich grabe. Ich grabe weiter. Und ich werde weiter graben. Los, beweg dich. Grabe nach Öl. Ja, sein Traum reich zu werden. Okay. Das heißt immer schön fleißig weiterbuddeln, würde ich sagen. Ja, somit Teil 7 ist dann das letzte. Na, also Botschaft an alle. Und ich befinde mich auf dem Schiff Richtung Rohlingen. Ich habe es geschafft. Ich habe viel Öl gefunden. Alles weitere überlasse ich den Leuten vor Ort. Ich kehre vorerst zurück nach Rohlingen. Auf einen Schlag reich. Öl finden. Mein großer Traum.
dieser Trauma plötzlich nicht mehr nur der meine. Viele Menschen haben mir mit mir den gleichen Traum geträumt. Du hast mir nichts gegeben und dennoch habe ich etwas Gutes von dir bekommen. Und ich glaube an alle Träume dieser Welt. Ich hatte Geldgeber, habe zu essen und den Weg gewiesen bekommen. Viele Menschen haben mir ihre helfende Hand entgegengestreckt. Und all diese Menschen wollte ich etwas zurückgeben. Allein dieser Gedanke hielt mich aufrecht. All jenen, die mit mir meinen Traum träumten, möchte ich aus tiefster Seele etwas mit auf den Weg geben. Träume werden wahr, Pinky. Ja. Okay, das macht mich wirklich verlegen, aber mehr hat er nicht, ne? Ne, okay. Sei es warm, zumindest auch vom Pinky, er ist ja Pinky, ne? Also das Tagebuch hier der Ratte auch komplett einmal. Na dann. Schau mal wieder vorbei, ich bin und plane mein nächstes Projekt. Okay. Ja, anscheinend ist er dann somit erfolgreich gewesen. Mit seinen Ohren geraten und so. Eigentlich sehr cool. Frage ist, wollen wir direkt zum, also oben zu den Typen auf dem Dach? Da ist es ja so, da müssen wir Geld bezahlen, ja. Ah, Träume werden wahr. Das oben war ja die Rohlinger Legende, hieß es ja irgendwie, ne? Ja, danach, wenn wir das haben, haben wir eigentlich auch, wie gesagt, nur noch die Jobs. Also, sind auch noch so ein paar. Okay, schauen wir mal. Sei gegrüßt. Möchtest du einen Teil der Rohlinger Legende hören? Diese hätte ich anzubieten. Ah, kostet leider Geld. Schade eigentlich. Na, was heißt schade? Es sind ganz schön viele, da sehe ich gerade. Ha. ja, würde sagen, fangen wir oben an und gehen nach unten durch. Der furchtbare Dämon. Der Teil über den furchtbaren Dämon, also kostet 5 Münzen, ja. Haben wir. Vor langer, langer Zeit gab es hier eine prosperierende Stadt. Oder Soundtrack hört sich eigentlich nice an, oder? Aber eines Tages wurde sie von einem Dämon aus der Welt der Finsternis zerstört. In den Büchern ist von einem schrecklichen Unglück die Rede. Aber dieses Unglück war in Wahrheit der besagte Dämon. Die Stadt versank und ein Teil von ihr wurde fortan als Palast des Dämons benutzt. Dieser Erzdämon versetzte die Menschheit in Angst und Schrecken. Er schickte Unterdämonen aus, um ihm die Herrschaft über die Welt zu sichern. Im Palast des Erzdämons müssen sich somit riesige Schätze befinden. Und wenn du da etwas anderes hören möchtest, lass mich wissen. Achso, das war's schon? Okay. Das ist eine recht kurze Story gewesen. Okay, dann die Sternjuwelen. Ah, jeweils 5 Münzen. Waren wir zum Glück noch 370. Sollte eigentlich passen, oder? Der Dämon wurde getrieben von der Gier nach immer mehr Macht. Daher schuf er die Sternjuwelen, Edelsteine, denen die Kraft der Sterne innewohnt. Diese Sternjuwelen verteilte er in aller Welt und herrschte mit ihrer Hilfe. Übrigens soll es im Feuertal eine Burg geben, wo eines der Sternjuwelen versteckt ist. Okay, das war auch schon. Okay. Ja, kennen wir auch schon. Also den Dämon zumindest haben wir auch schon kennengelernt. Feuertal, so kennt man auch. Kerker und Drachen war ja sogar noch neu reingekommen irgendwie noch vor kurzem. Gut, schauen wir direkt. In der Nähe seines Palastes baute der Erzdämon Kerker voller gefährlicher Monster. Jeder, der ihm im Weg war, wurde in diesen Kerker gesperrt. Außerdem hielt sich der Dämon drei Drachen. Logat, Lobert und Loviata. Ja, stimmt. Die haben wir alle auf jeden Fall besiegt und platt gemacht. diese Drachen zogen durch die Welt und säten Furcht unter den Menschen. Die sterblichen Überreste der Drachen wurden bis heute nicht gefunden. Okay.
Die wurden nicht gefunden bis heute, okay. Hm, der erste Hell. Da bin ich mal gespannt. Eines Tages machten sich allerorts Hellen auf, den Dämon zu besiegen. Im Feuertal lebte ein Tort mit übernatürlichen Kräften. Da er der Sprache nur ungenügend mächtig war, wurde er oft zum Gespött der Leute. Aber als überall im Land finstere Kreaturen ihr Unwesen trieben, war er dieser eigenartige Tort, der die Menschen vom Unglück befreite. Seither wurde er nie wieder verspottet, sondern als Held gefeiert. Okay, welcher Tort war denn das? Dark Toadster oder wen meint er? Könnte hinkommen, ne? Ein weißer Gumba. Okay, schauen wir mal. Ich denke mal, der Professor ist damit gemeint, oder? Ein wunderbar lebender weißer Gumba wurde ob seiner Gelehrsamkeit viel bewundert. Auch als viele Dämonen den Wunderwald heimsuchten, konnte er sie dank seines überragenden Verstandes in die Flucht schlagen. Er hatte die Fähigkeit, den Angriff der Dämonen vorherzusagen. Seither erforschte er Methoden zur Ausrottung sämtlicher Dämonen der Welt. Okay. Ein wackerer Koopa. Eigentlich auch teilweise ganz interessante Sachen. Und, als ein Koopa auf Abenteuer gewahrte, wie die Welt um ihn in Finsternis versank, begab er sich ganz allein an einen gefährlichen Ort, die Dämonen herauszufordern. Diese fürchteten den Koopa, der selbst stark verletzt wacker weiterkämpfte. Und sie stellten ihm eine Falle, die ihn in Lebensgefahr brachte. Einer der Dämonen, ein Buhu, hinterging seine Kameraden. Und dank seiner eigenen magischen Kräfte befreite er den Koopa. Okay, dessen unermüdlicher Kampfgeist hatte den Buhu zur Reue gezwungen. Okay. Die vier Helden. Das erinnert mich gerade an Zelda Four Sword. die vier Schwerter. Der Buhu und mit seinen magischen Kräften erteilte dem wackeren Koopa einen Rat. Zu zweit würden sie es nicht schaffen, den Dämon der Finsternis zu besiegen. Und gemeinsam mit dem Tor aus dem Feuertal und den Gumba aus dem Wunderwald. Die vier Helden vereinten sich also, um die Welt vom Dämon der Finsternis zu befreien. Und endlich erreichten sie seinen Palast. Okay. Ich sehe gerade, das ist auch ganz schön viel, ne? Der große Kamm. Na, zum Glück sind die Storys hier eigentlich immer recht kurz. Die Kräfte, über die der Dämon der Finsternis verfügte, waren unvorstellbar. Aber der Gumba fand heraus, dass diese Kräfte den Sternjuwelen zu verdanken waren. So entwickelte er eine Taktik, die selbst zu nutzen, um den Dämon zu vernichten. Die vier Helden vereinen also ihre Fähigkeiten. Die Magie des Buhus und die übernatürlichen Kräfte des Tors verwerten den Dämon für einen kurzen Moment. Und diese nutzten der wackere Koopa, um sich die Kraft der Sternjuwelen anzueignen. Und so konnten sie dem unbesiegbaren Dämon starken Schaden zufügen. Okay. Dann die Seele des Dämons. Danach der Fluch, okay. Aber sie konnten den Dämon nicht besiegen und der Kampf fand lange kein Ende. Der weiße Gumma fand heraus, dass es mittels der Sternjuwelen möglich ist, den Dämon auch unbesiegt für alle Ewigkeit zu versiegeln. Die Helden stimmten zu, vereinten nochmals ihre Kräfte. Mit der geballten Macht der Sternjuwelen gelang es ihnen endlich,
die Seele des Dämons in den Tiefen des Palastes einzusperren. Nur die vereinte Kraft der Sternjuwelen würde dieses Siegel brechen können. Oh. Okay, somit dann der Fluch des Dämons. Ich finde, der Soundtrack macht irgendwie Laune. Als die vier Helden glaubten, den Dämon bereits eingeschlossen zu haben, wurden sie in einem Moment der Schwäche von ihm verflucht. Solange sie die Sternjuwelen bei sich hatten, konnte ihnen der Fluch nichts anhaben. Aber sobald sie sie aus der Hand legten, würde eine schwarze Truhe erscheinen und ihre Seelen in sich verschließen. Die Helden beschlossen, die Sternjuwelen in aller Welt zu verstecken, um die Versiegelung des Dämons sicherzustellen. Aber schließlich wurden ihre aller Seelen in schwarzen Truhen verschlossen. Okay. Somit die Bubus. Das könnte eigentlich interessant werden. Übrigens, der Wunderwald war auch mega cool mit dem großen Baum und so. Laut Überlieferung wurden die Sternjuwelen an verschiedene Orte gebracht. Der Gumba versteckte eins im großen Baum des Wunderwaldes. Zu jener Zeit lebten im Wald zahlreiche schreckliche Monster. Unter diesen hatten insbesondere das Volk der kleinen, schwachen Bubus zu leiden. Deshalb hatte der Gumba ihnen den großen Baum zum Leben eingerichtet. Zum Dank versprachen die Bubus, das Sternjuwelgut zu behüten. Okay, dann haben wir das Ende der Buhus. Und der Titel auch schon mal sehr cool. Senor Triso schrieb noch, man hat hier gerade erfahren, dass die vier Flüche, die einem im Spiel die verschiedenen Fähigkeiten verliehen haben, in Wirklichkeit die vier Helden aus der Legende sind. Okay. Ja, auf jeden Fall mega interessant auch, muss ich dazu sagen. Auch so die ganzen Sachen so aus der Story gerade nochmal so zu hören und so. Ja, schauen wir erstmal weiter. Der Buhu versteckte einen Sternjuwel in einer gewissen Abteil. So, dann wurde er in einem nahegelegenen Dorf in einer Truhe verschlossen. Das Sternjuwel soll noch immer in der Abtei sein. Genau. Okay, somit der Piratenkönig. Übrigens, Quartas war auch sehr cool. Auch so allgemein, ich finde das eigentlich, das passt eigentlich so zum Ende des Let's Plays, so die Stories hier noch zu schauen. Weil hier auch sehr viel aus der Story kommen, ja. Also sehr viel Details und so. Auf der Suche nach einem Versteck erreichte der Cooper eine Insel im Süden. Kurz vor dem Ziel jedoch entriss ihm der Piratenkönig Cortez das Sternjuwel. Auch die Seele des Coopers wurde sogleich in einer Truhe verschlossen. Das Sternjuwel endete als ein Edelstein mehr im Schatz des Piraten. Okay. Das Ende des Ports. Schauen wir mal. Der Thor reiste mit dem Sternjuwel lange um die Welt. Aber irgendwann verließen ihn seine Kräfte. Das Schicksal sandte ihm einen Priester, der ihn pflegte. Diesen berichtete er von dem Fluch, bald in einer Truhe verschlossen zu werden. Und er bat ihn, das Sternjuwel an einem sicheren Ort zu verstecken. Okay. Achso, jetzt haben wir nur noch die zwei, okay. Eine Legende. Übrigens, die magische Karte ist auch vor kurzem neu reingekommen, oder? Ah, schauen wir erstmal eine Legende. An der Ort, an dem der Dämon seinen Palast hatte, wurde hernach gemieden. Die Menschen hielten diese Gegend lange für verflucht. Aber nach langer Zeit geriet der Dämon völlig in Vergessenheit. Arme Fischer und geflohene Diebe siedelten sich an dem Ort an. Und schließlich entstand daraus die große Hafenstadt Rohlingen. Okay.
Die Bewohner glauben zwar, dass in den Katakomben ein alter Schatz versteckt sei, aber in Wahrheit ruht dort noch immer die Seele des Dämons. Okay, somit die magische Karte. Und die Helden ahnten, dass das Siegel der Sternhimmel nicht ewig halten würde. Für den Fall, dass sie in späterer Zeit wieder gebraucht würden, zeichneten sie die Verstecke der Sternhimmel in einer Karte ein. Um jedoch zu verhindern, dass die Juwelen in falsche Hände gerieten, versiegelten sie die Karte in einer Kiste. Nur jemand, der vollkommen rein Herzens ist, würde sie öffnen können. Okay, das war auch schon okay. Ja, krass. Da haben wir auch die Rohlinger Legende, war das, ne? Hier komplett einmal. Samt dem Tagebuch vom Pinky von der Ratte. Auch einmal drin. Ja, im letzten Part von Luigi, die ganze Story plus die Bände. Gab es ja ganze 5 und so. Krass. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich noch weitere Jobs machen direkt. Und Zeit haben wir auf jeden Fall noch genug. Das passt. Okay, jetzt springe ich mal runter. Auch cool. Ja, mega coole Details auf jeden Fall auch nochmal hier in der Story gerade. Also hier oben mit den Texten. Also über die Story und so, ne? War hier eigentlich noch irgendwas versteckt bei ihm? Nee, ne? Er ist hier gar nicht mehr drin. Sehe ich gerade. Warum ist er nicht mehr hier drin? Wir haben mal die Tür mal aufgeschlossen hier. Aber er steht hier gar nicht mehr. Sehr komisch. Auf mysteriöse Weise verschwunden. Ja, da haben wir, wie gesagt, noch die wunderschönen Jobs. Die machen wir auf jeden Fall noch komplett mit, würde ich sagen, oder? Gaumenschmaus, sag ihm doch. Punkt, Punkt, Punkt. Fangen wir von oben an, oder? Schauen wir erstmal. Es gibt etwas, das ich unbedingt essen möchte. Ich brauche einen Boten. Bitte komm zu mir nach Blütenweiler. Okay, also einmal nach Blütenweiler hin. Ja, schauen wir mal. Ach, von Knospi ist das. Ah, okay, also zu der alten Knospi, okay. Highlight. Mega Highlight. Ich meine, da können wir direkt hinten durch, ne? Ja, das wäre jetzt, wie gesagt, das Einzige, was wir in diesem Let's Play noch machen. Also die Jobs und sonst wäre eigentlich alles fertig, ne? Mega krass, muss man dazu sagen. Das ist jetzt der 61. Part, ne? Krass. Wenn ich die kürzer gemacht hätte, das wäre hart. Dann wären wir bei über 120 gewesen. Gut, schau mal. Knospi ist, glaube ich, irgendwie links. Entweder die hier. Also er hier. Dieser Ort ist so friedlich, das mögen die Blumen. Aber man sagt, es gäbe auf der Welt auch Orte, an denen keine Blumen blühen. Ich hoffe, irgendwann werden auch an solchen Orten die Blumen blühen können. Deshalb lasse ich auch immer schön fleißig die Pollen fliegen. Ja. Knospi müsste eins von den Wesen sein. Aber hier, ne? Ah, hier, okay. Guten Tag, mein Freund. Ich bin ein Knospi. Und du hast meinen Auftrag angenommen, nicht wahr? Das macht mich sehr glücklich. Könntest du mir vielleicht einen Hotdog bringen? Hotdogs gab's in Falkenheim, ne? Man sagt, diese Hotdogs sollen sehr scharf sein. Ich habe noch nie im Leben etwas gegessen, das scharf ist. Man sagt, diese Hotdogs werden in Falkenheim verkauft. Ja. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir einen bringen könntest. Na, im Moment habe ich ja keinen Milch. ich habe dich schon seit langem erwartet. Würdest du meinen Hotdog aus Falkenheim bringen? Das wäre sehr nett. Okay, dann würde ich sagen, direkt hinter. Ja, die habe ich sogar noch sehr gut in Erinnerung, die Hotdogs. Da hat er ja sogar in der Arena sehr, sehr viele von gekauft. Also kurz bevor ich da rein bin sogar. Auch sogar eine ganze Zeit mit mir rumgeschleppt, die Hotdog.
zusammen. Ich glaube, hier war das, oder? Ah. Einmal Rohre 3 rein. Mega cool, dass es die Rohren hier gibt. Jetzt hätten wir jetzt immer 100 Jahre lang durch die Gegend rennen müssen. Ah, er hier hat doch auch irgendwas mit dem Job noch, ne? Denk mal, zu ihm werden wir bestimmt noch kommen, weil er irgendwas von einem Job redet. Wenn man ihn anspricht. Okay, somit ein Hotdog einmal. Ganze 295 haben wir noch. Was soll ich zählen? Gibt auch noch 5 KP und 5 BP, okay. Nur reicht. Er wollte nur einen, ne? Ja. Nicht, dass ich jetzt gleich nochmal herrennen muss. Ne, er wollte einen eigentlich. Ein wunderschöner Hotdog, kriegt man direkt Hunger. Auf dem Hotdog. Übrigens, gestern war es bei uns total warm hier. Also heute bin ich froh, das war, also ich bin raus und als ich wieder vom Einkaufen so wieder kam, habe ich natürlich erst die Fenster aufgerissen, weil auch schön stürmisch und windig war. War zwar trotzdem ein bisschen warm, aber durch den Wind ist alles richtig schön abgekühlt. Gestern war richtig unerträglich. Ich glaube, also wenn ich gestern gestreamt hätte, wäre ich umgefallen oder so. Okay, Knospi hier, ne? Machen wir Hotdog hin. Und da hast du mir was mitgebracht, ja. Ein wunderschöner Hotdog. Oh, das ist also ein Hotdog. Ich muss ihn sofort probieren. Scharf. Das ist also der Geschmack, den man scharf nennt. Das macht ja süchtig. Kannst du mir vielleicht noch einen von diesen Hotdogs bringen? Nee, echt jetzt? Ich würde mich dir wirklich sehr verbunden fühlen. Hä? Hätte ich bloß zwei gekauft eben, oder? Ich habe schon so lange. Ja, super. würdest du mir einen Hotdog aus Feigenheim bringen? Das wäre sehr nett. Hä, will er mich veräppeln? Ich habe eben sogar noch so gedacht, ja, man könnte da vielleicht noch einen zweiten oder so mitnehmen. Jetzt soll ich tatsächlich noch einen holen, dann kaufe ich jetzt 5 oder so. Nicht, dass er dann noch einen haben möchte, oder? Das ist ja auch lustig. Hätte ich bloß noch weitere gekauft, dann hätte ich mir die Rennerei sparen können. Riso schrieb noch, haha, ich wollte extra nicht spoilern, okay. Aber krass, ich habe da eigentlich so dran gedacht, ja, noch einen kaufen. Hättest du mal machen sollen direkt. Wollte deine Reaktion sehen, okay. Aber krass. Dann muss man da tatsächlich nochmal hin. Na gut, dass wir hier die Rohren haben, die Warp-Zone und so. Hätte ich bloß noch einen zweiten direkt mitgenommen. Diesmal kaufe ich ein paar mehr. Ich würde sagen, so 3 oder so oder 4. Dann immer 2 nochmal mit, oder? Oder lieber noch einen dritten, würde ich sagen. Nicht, dass ich hier nochmal her muss. Gut, somit 3 im Besitz. Und direkt wieder hin. Aber krass, hätte ich nicht gedacht. Da werden wir hier getrollt, ey. Mit einem Hotdog. Er hätte gleich sagen können, dass er gleich 2 oder 3 möchte. Na, im Gamecube gab es das ja nicht mit der Warp-Zone, ne? Ich weiß nicht, also damals, oh Gott, ich wäre ausgeflippt, glaube ich. Wenn wir die Warp-Rohren jetzt nicht gehabt hätten und so. Die ganzen Wege rennen, dann wieder hin. Gut, ich habe, wie gesagt, zum Glück die Rohre. Gut, hier. Und da hast du was mitgebracht, ja. Diesmal sogar 3 Hotdog. Oh. Das macht mich sehr glücklich, dass du mir noch einen Hotdog gebracht hast. Ich werde ihn direkt... ja, wegschmatzen einmal. Scharf, aber das war scharf. Ah, köstlich, wirklich, das war... Das war nicht nur scharf, nein, das war sogar scharf.
Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt große Lust auf etwas Süßes. Zu guten Essen gehört ein guter Nachtisch. So sagt man doch, oder? Ob du mir wohl eine Mousse-Torte bringen könntest? Wo gibt's die denn? Eine Mousse-Torte? Man macht sie aus Backmischung, glaube ich. Das wäre sehr nett von dir. Also heißt, wir müssen die anscheinend selber machen, oder? Wenn ich immer so irgendwas anderes gibt, was wäre dann? Hier Rachepulver. Dafür, dass ich zweimal Hotdog holen musste. Das sieht ja gar nicht nach einer Mousse-Torte aus. Ja. Bitte bring mir eine Mousse-Torte. Mit einer Backmischung kannst du keine backen. Okay. Falls ein nur zum Spiel hatte, einmal Backmischung holen. Aber das Rezept haben wir gar nicht. Oder muss man einmal nur die Backmischung kochen? Ich denke mal einmal mit der Backmischung kochen, ne? Schade, dass er das Rachepulver nicht genommen hat. Für den doppelten Hotdog. Gut, sollen wir einmal hoch? Eine Mousse-Torte, okay. Weil, also das Rezept für eine Mousse-Torte haben wir nicht. So einfach Backmischung und dann kochen, ne? Na, heißt ein paar Münzen kaufen. Guten Tag, Mario. So, da reicht aber ja einmal 5 nehmen. Na passt, da haben wir 6 und 6 kostet packen wir schon. Ich sehe schon kaum, dass ich gleich koche und keine Mousse-Torte bei rauskommen. Wir werden es sehen. Ich hoffe. Weil wie gesagt, das Rezept haben wir glaube ich, na haben wir nicht, ne? So einmal rein. Ach du schon wieder. Sieht gut aus, also. Hey, möchtest du Punkt? Ja, wir wollen einmal schauen. Oder kann das sein, dass man vielleicht zweimal backen muss? Schon könnte natürlich auch sein. Ich teste natürlich erstmal einmal. Oh, schauen wir mal. Ich werde dir etwas Fabelhaftes zaubern. Einen Moment. Damit ist er wieder fleißiger backen hier. Schon fertig, aber ich hoffe, es schmeckt dir. Hier, bitte. Ja, Tatsache, gibt dann direkt Mousse-Torte, okay. Torte von Raggle T stellt 15 BP wieder her. Könnte natürlich auch sein, dass man, zweimal Backmischung geht, glaube ich, gar nicht, ne? Also, wenn, dann müssen wir Backmischung mit was anderem testen. Gut, somit erstmal wieder hin. Ich sehe schon kommen, jetzt möchte er gleich noch eine haben. So wie den doppelten Hotdog, ey. Okay, auf zum Knospi. Aber der jetzt wirklich zweimal haben möchte, ne? Wäre das sehr ärgerlich gerade. Und hast du mir etwas mitgebracht? Ja, hier. Oh, eine Mousse-Torte, da bin ich doch gleich. Oh, das ist so süß. Ich bin sehr zufrieden. Du hast aber auch alle meine Wünsche erfüllt. Auch Knospis möchten sich manchmal verwöhnen lassen. Aber ich danke dir jedenfalls sehr.
Vielleicht war ich ja so anspruchsvoll, weil es hier so friedlich ist. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Nur Frieden, Liebe und gutes Essen. Was hier möchte ich dir zum Dank geben? Hier, nimm es gut. Ist das eine Trockenblume? Ein Geschenk von Knospi. Ich stelle ein KP wieder her. Aber haben wir, glaube ich, das erste Mal. Diese Trockenblume habe ich selbst gepflanzt, gepflegt und gepflückt. Wenn du noch eine haben willst, bring mir einfach noch einen Hotdog. Und ich freue mich immer über deinen Besuch, also vielleicht bis bald einmal. Okay, Auftrag erledigt. Das heißt, jetzt kann man immer bei eben immer Hotdog gegen die Blume tauschen, genau. Ah, was für ein herrlicher Tag. Was? Du möchtest noch eine Trockenblume? Ja, kann man jetzt immer wieder machen in dem Sinne. Ich würde sagen, joa, eine nehme ich noch mit. Ich weiß nicht, ob ich die gebrauchen kann, aber schauen wir mal. So mit einem Hotdog. Herzlichen Dank, genau das habe ich gebraucht. Ich denke mal, damit kann man auch kochen, ne? Okay, immerhin, somit haben wir zwei. Doppelt hält besser, oder? Ja, also Trockenblume gibt es bei ihnen dann. Ja, können wir eigentlich sogar zurück? Und dann Zeit sehe ich, gerade haben wir noch. Ja, knappe 10 Minuten auf jeden Fall. In der Zeit müsste man schauen, könnte man direkt noch einen Job machen. Nein, die Trockenblume muss auch noch mal kurz schauen. Ist doch nur ein Geschenk vom Knospi, steht da nur, okay. Kann man die kochen? Ich teste es aber mal. Wir sind ja eh gerade hier. Wenn nicht, wäre das ein Fehlschlag. Aber schauen wir mal. Oder halt kombinieren könnte man demnächst mal schauen. Oder ich schaue da mal privat, wenn ich da Bock drauf habe. Ja, schauen wir mal. Direkt mal testen. Werde etwas Farbe fürs Zaubern. Achso, kann ich übrigens überspringen. Schon fertig. Ich hoffe, es schmeckt dir. Hier, bitte. Oh, was ist das? Eine Pfeffersuppe. Okay, nice. Immerhin. Gibt 4 KP und 4 BP. Ist auf jeden Fall ein neues Rezept. Nur erstmal mehr nicht. Gut, da habe ich das zumindest gemacht, was sehr gut ist. Es hat sich also gelohnt, die doppelt zu holen. So, sag einmal durch. Ich denke mal, die kann man bestimmt auch kombinieren mit irgendeinem anderen Kram. Na, viel ist es ja nicht mehr eigentlich, ne? Sehe ich gerade. Sag ihm doch, von Diana haben wir hier. Ich möchte, dass du an meiner Stelle jemanden triffst. Die Details erkläre ich dir, wenn du zu mir nach Düsseldorf kommst. Ja, also Diana in Düsseldorf, okay. Ich würde sagen, direkt hin. Hört sich ja interessant an. Zumindest Düsseldorf ist immer wieder interessant. Immer nur wieder durch die Röhre. Ja, hallo uns Päppel, ey. Hey, ob gleich zwei Hotdog kaufen können eigentlich, ne? Ich möchte nicht wissen, wie das auf dem GameCube war damals. Ohne die Röhren. Gut, Frage ist, wer ist diese Diana? Sie hier? Naja, anscheinend nicht. Oh, okay. In diesem schicken Outfit siehst du hier, stichst du sofort ins Auge. Okay. Diana. Könnte natürlich auch die im Laden sein. Hat einmal einen Freund. Nur.
Also wir möchten auf jeden Fall erstmal nichts. Könnte eigentlich jeder sein, ne? Wenn man es so sieht. Von den Düsterdorfland hier. Ich würde sagen, ich fange von links nach rechts an. Ich sehe gerade hier vielleicht. Oh, da bist du ja wieder. Scheint dir hier zu gefallen, oder? Doch nicht? Oh, du bist gekommen, um mich zu sehen. Aber tut mir leid, du bist wirklich nicht mein Typ. Ja. Gut, schnacken wir erstmal mit allen. Irgendjemand muss das ja sein. Dann ich habe keine Diana in Erinnerung. Guten Tag oder besser guten Abend. Man verliert jedes Zeitgefühl, weil es immer so düster ist. Meistens weiß ich nicht mal das Datum. Bin ja immer nur in meinem Zimmer. Ja. Auch nice. Von den Raben ist es. Ne, den kann man nicht anschnacken, die Raben, ne? Okay, der große Mario. Na, das hört sich auch gut an, oder? Übrigens ist auch nicht, ne? Meistens kommen immer diese schwarzen Balken oben und unten. Die Glocken klingen dumpf. Oh, Düsterdorf, um trauten Zwiele. Also ich für mich sind Erinnerungen enorm wichtig. Aber natürlich habe ich nicht nur schöne Erinnerungen. Manche Erinnerungen wird man doch lieber vergessen. Oder ist das die im Gasthaus? Können wir gleich schauen. Hier ist ja nur der Bürgermeister, genau. Ich weiß noch, wo ich hier das erste Mal angekommen bin. Mega cool. Willkommen im Hotel. Ja, das ist auch nicht nur. Hä? Wer ist diese Diana dann? Hier unten war niemand. Na, hier unten ist keiner. Ja, schauen wir direkt rechts rum. Na, hier ist sie vielleicht. Ah, hier, okay, sie ist es. Ich bin so froh, dass du meinen Auftrag erfüllen willst, Mario. Aber ich möchte nicht vor den Kindern reden. Kommst du mit nach draußen? Ich möchte, dass du jemanden triffst. Sein Name ist Bean. Ich habe ihn einmal sehr geliebt. Früher, wir beide wollten Operettensänger werden. Wir träumten den gleichen Traum und die Liebe traf uns wie ein Blitzschlag. Wir lebten in einem winzigen Zimmer zusammen, arm, aber überglücklich. Aber als ich der Star von Toadway wurde, ist er einfach verschwunden. Ich erhielt diesen Brief. In deiner schillernden Zukunft ist kein Platz für mich. Danke für alles, Bean. Oh, Bean, warum nur? Es hat mich niemals interessiert, ein Star zu sein. Oh, Bean, ich wollte doch nur mit dir zusammen sein. Ich habe die Bühne aufgegeben und einfach alles vergessen. Den Traum, ein Star zu werden, Bean, alles. Ganz bescheiden habe ich hier im Düsterdorf geheiratet. Und ich bin sehr glücklich, solche aufgeweckten Kinder zu haben. Ich habe nie mehr über damals nachgedacht, bis ich dieses Gerücht hörte. Bean soll angeblich in Roding einen Laden aufgemacht haben. Ja, stimmt. Beans Bar ist es ja nur. Und bitte, geh zu ihm und sage ihm, dass Diana, die Herzensdame, nichts vergessen hat. Ja. Oh, Diana, die Herzensdame, war mein Künstlername. Geh bitte zu Bean und finde heraus, wie er nach all den Jahren zu mir steht. Soweit mein Auftrag. Okay. Ah, Beans Bar ist halt direkt in der Stadtmitte, ne? Kommen wir einmal direkt zurück.
Und zumindest weiß ich, wo er ist. Meister Bean. So Beanstar. Aber hier im Gasthaus, er hier. Oh, dieses Meister Beans Bar, eine kleine Stätte der zwischenmenschlichen Begegnung. Oh Mario, was ist denn mit dir los? Du siehst so bedrückt aus. Was, Diana? Kenn ich nicht. Vielleicht redest du dieser Diana einfach aus. Sie sollen nicht in der Vergangenheit leben, sondern die Gegenwart genießen. War das alles? Ich habe nämlich zu tun. Okay. Ah, mehr sagt er nicht. Ich habe zu tun. Okay. Da ist wieder zu ihr. Okay. Das heißt, er möchte anscheinend nichts von ihr wissen, oder? Also nicht mehr oder so. Oder sie geht direkt zu ihm hin hier nach Ruling. Wer weiß. Gut, somit zurück. Hast du ihn getroffen? Was hat er gesagt? Kann Wahrheit sagen oder lügen? Sollen wir lügen oder Wahrheit? Ich würde sagen Wahrheit, oder? Ich denke mal, sie werden das eh rausfinden. Von daher machen wir Wahrheit. Er hat mich also vergessen. Naja, egal. Es überkam mich nur plötzlich all diese Erinnerungen. Morgen früh ist alles wieder gut. Und ich habe ja meine Kinder. Mama, hab Hunger, essen. Heute gibt es ein Festmahl. Ich habe etwas Leckeres bei der berühmten Raggle Tea bestellt. Bitte isst so viel du willst. Oh, was haben wir hier? Ein Sterbendinner. Haben wir auch das erste Mal, ne? Dieses Gericht stellt 7 KP her. KP-Erholung setzt ein. Okay, nice. Vielen Dank, Mario. Danke für alles, was du für mich getan hast. Ja, und so mein Auftrag erledigt. Okay. Ich glaube, das zählt auch als Rezept, ne? Wenn wir nochmal kurz schauen. Müsste auch mit drin sein, ne? Aber ja, hier sogar direkt. Sehr cool. War krass, wie viele Sachen hier auf Fragezeichen stehen bei Rezepten. Ja, dann kommen wir eigentlich wieder direkt zurück zur Jobagentur. Ja, somit haben wir hier in diesem Part auch nochmal das Tagebuch, wie gesagt, und die Rolinger Legende plus weitere Jobs, so wie im letzten Part hatten wir auch nochmal 1-2 Jobs, ne? Und Luigis Story natürlich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal natürlich zurück und können dann im nächsten Part dann weitermachen. Ich sehe mich gerade von der Zeit her, wird das passen gleich. Frage ist natürlich, was machen wir gleich? Können wir schon mal hier reinjumpen? Können wir auch schauen. Ja, wir haben mal oben jetzt Suche Freunde, Superauftrag, Zutaten gesucht. Auch gar nicht mehr so viele Sachen. Frage ist, schaffen wir das alles im nächsten Part komplett? Das ist natürlich so eine Frage, aber. Ja, ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir natürlich eine Pause und ja, wir können dann gerne noch einen weiteren Part sogar starten gleich. Ja, aber ich würde sagen, das hier war es erstmal zumindest mit diesem Part. Das heißt, ja, kurze Pause und bis gleich dann.